Suane, Suane, ich glaube es nicht. Vorsichtig, ich bin ein bisschen angeschlagen, ganz sanft. Ich bin so glücklich, dich wiederzusehen. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Ich bin natürlich mal wieder unsichtbar, aber ich bin's ja gewohnt. Es ist nicht zu fassen. Konstantin, du bist ja auch da. Du dachtest doch nicht, dass du dich allein vergnügen kannst. Wir musizieren vielleicht nicht, aber in Sachen Reitchoreografie haben wir uns ganz schön ins Zeug gelegt. Und manche Reigen waren übrigens heißer als andere. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, dass ihr hier mit mir zusammen seid. Ich dachte, ich wäre ganz allein. Ich meinte, allein zu sein. Und ich finde euch plötzlich alle beide wieder. Es ist genial. Suane nahm sie in die Arme. Meine kleine Helena, wir mögen dich eben ganz besonders. Du weißt, dass du für uns wunderbar bist. Wir werden immer mit dir sein. Und sogar immer für dich da sein, solltest du sagen, fügt Kostja hinzu. Ich habe wirklich unwahrscheinliches Glück, Freunde wie euch zu haben, sagte Helena mit vor Rührung feuchten Augen. Da bin ich völlig einverstanden. Wir sind wirklich Spitzenklasse als Freunde, konnte Kostja gerade noch erwidern, bevor er von Suane einen Faustschlag auf die Schulter anstecken musste. Helena sagte mit ernster Stimme, man hat mir gesagt, meine Eltern wären verschleppt worden und Gefangene eines gewissen Marx Igor und einer Königin Theresa. Seid ihr auf dem Laufenden? Ja, man hat es uns mitgeteilt, sagte Suane. Anscheinend nehmen Theresa Soldaten die Musiker gefangen, damit Marx Igor sich verwünschen und in Geistersklaven verwandeln kann. Sie leben, aber niemand weiß, ob man ihnen ihre menschliche Gestalt zurückgeben kann. Es ist auch, weil wir bisher noch keine wieder zurückbringen konnten. Es trifft eher das Gegenteil zu. Helena überlegte. Kennt sich denn unter uns einer mit Zaubersprüchen aus? Nicht wirklich, sagte Suane. Angeblich gibt es da eine Prophezeiung, aber niemand weiß wirklich, worum es geht. Es ist nur ein Gerücht. Ein Kessel mit einem brodelnden Elixier, 7 Tropfen Schleim von liebestollen Kröten, die blonde Strähne einer zarten Jungfrau um Mitternacht bei Vollmond. Ist einfach nicht wahr. Du musst immer alles ins Lächerliche ziehen. In deiner Gegenwart kann man kein ernstes Wort sprechen. Gut, du hast recht. Wir waren bei, man weiß nichts über... Suane schnitt eine Grimasse und wandte sich Helena zu. Hör mal, bist du nach außen gegangen, wenn wir draußen eine kleine Runde drehen würden? Einverstanden.